Publikum rastet einmal richtig aus, Mann! Hallo Barcelona, herzlich willkommen zu Nightwash. Wollen wir mal gucken, wen wir alles hier haben. Lady, schreibt mal Huhu. Jungs, schreibt mal Eyo. Ja, sehr schön, einer ist schon besoffen. Ladies and Gentlemen, wo sind die Studenten? Schreibt mal BAföG. Yes, und jetzt frage ich euch Köln, habt ihr Bock auf Comedy? Na, ich glaube noch nicht so ganz. Habt ihr Bock auf Comedy? Yes, dann bitte rastet aus bei eure Moderatorin des heutigen Abends, Ladies and Gentlemen, die wundervolle Luisa Charlotte Schulz. Hallo Barcelon! Herzlich willkommen bei Nightwash! Leute, rastet bitte einmal richtig aus für das Line-Up des heutigen Abends. Heute Barcelon mit dabei, Bastian Wieldorfer, Christine Jungs, René Kaspar, Herr Schröder, Schröder! Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Bitte rastet aus für Ben Schafmeister. Der jetzt mit dem Jingle zu Ende ist. Herzlich willkommen. Leute. Wow, ist voll, ist auch stickig, ne? Und wir haben noch viel Zeit vor uns. Ich sag's noch, wie es ist. Ich schwitz in der Kimme. Schön, dass ihr da seid. Leute, wer ist denn das erste Mal hier im Waschsalon? Einmal klatschen, bitte. Alle. Oh, alle. Einfach alle. Wie schön. Wie kam es dazu? Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Dein Geburtstagsgeschenk. Geil. Aber du hast nicht heute Geburtstag? Nee, ist schon einen Monat her. Ah, Monat her. Monate. Da hast du dir heute so hang noch am Kühlschrank und hast geguckt, oh fuck. Montag müssen wir noch los. Schön, dass ihr da seid. Geil. Sehr schön. Kein Ding. Ist jemand das allererste Mal bei einer Comedy-Show einmal klatschen? Und dann gleich erste Reihe. Oh. Anfängerfehler. Das ist mutig. Was machst du hier? Wie bist du hier gelandet? Tatsächlich durch eine Bekannte von mir. Die hat mir das empfohlen. Und ja, eine Bekannte hat es ihm empfohlen. Ah ja, geil. Möchtest du, ist jetzt, hallo Livestream übrigens, das ist jetzt der Moment zu grüßen, falls du möchtest. Wie heißt deine Bekannte? Annette. Annette, wir werden später erfahren, ob es sich gelohnt hat, ansonsten geht Annette. Der Scheißabend auf dich. Grüße gehen raus oder auch vielleicht ein paar Schläge später, wer weiß, keine Ahnung. Sehr schön. Nein, wir haben ein großartiges Line-Up, selbst wenn wir zwei nur scheiße sind, wir haben so großartige KünstlerInnen heute Abend hier, das wird der Hammer, ja. Kann ich echt nicht anders sagen. Glaube ich auch. Haben wir Leute hier, Freundesgruppen? Friends, heute Abend? Junggesellenabschiede. Niemand. Hat du, hier niemand Freunde? Du hast einen Junggesellenabschied hier heute Abend. Alleine. Ich das bin davor. Hier. Freundesgruppe. Okay, mit wem? Okay, du hast Redebedarf. Entspann dich. Schön, dass du da bist. Mit wem bist du hier? Mit welchen Friends? Mit deinen beiden Freunden, die sich jetzt hart schämen. Schön, dass ihr da seid. Geil, sehr schön. Okay, und wie kam es dazu? Einfach dachtet ihr euch heute mal... Sie. Ah, sehr schön. Okay. Sie ist schuld. Du kennst Nightwash und dachtest dir, Mensch, wir machen heute richtig einen drauf. Sehr schön, krass. Was machst du? Altersgruppe ungefähr von bis? Wie alt seid ihr? Die sind jung, ich bin alt. Was heißt alt? Pass auf, was du sagst. 42. 42? Oh. Ja, ich wollte das jetzt nicht so despektierlich sagen. Sorry. Ey, tolles Alter. Nein, also Rücken macht noch mit und du sitzt auf dem... Alter, ohne Scheiß, das ist sportlich. Nee, ich sag's nur, ey, Rücken tut mir schon weh, wenn ich da eine halbe Stunde drauf sitzen muss. Ich fühl nichts mehr. Du fühlst... too much information auch. Du fühlst da unten nichts mehr. Bei wem sind jetzt schon die Beine eingeschlafen? Einmal klatschen, bitte. Oh, geil, alle, die auf der Waschmaschine sitzen. Geil. Das wird ein richtig schöner Abend für euch. Ich glaube auch. Ihr fahrt nachher alle in die Notfallambulanz. Wunderbar. Wer kommt denn aus Köln? Oh, ihr Kölner, ihr seid so stolz auf euch immer. Wirklich. Das Selbstbewusstsein in Köln, ich liebe das. Wirklich, ich kenne keine Stadt, die sich so ein auf sich selbst hobelt wie Köln. Das ist unglaublich. Was? Zu Recht. Ja. Das ist Köln. Das. Wirklich, Leute, ich komme aus dem Ruhrpott. Wer kommt aus dem Ruhrpott? Einmal klatschen. Ja, ihr werdet das kennen, ne? Bei uns ist einfach so, ja, woanders ist auch scheiße.
Das ist so die Lebenseinstellung. Dieses Selbstbewusstsein, dass jemand seine eigene Stadt so toll findet, das wissen wir gar nicht, was das ist. Ist wirklich so. Deswegen, ich lerne hier richtig was fürs Leben. Ich habe auch überlegt, wenn ich Kinder kriege, ich kriege die auf jeden Fall in Köln. Die sollen die kölsche Staatsangehörigkeit kriegen. Ja. Ich schicke die auch nicht in eine Kita, ich schicke die einfach in so Kölner Kneipen. So, und ich denke mir so, dann kann dir nichts passieren. Selbst wenn die mal ein Problem haben, irgendjemand wird da sitzen und wird denen sagen, es hätte noch immer Jutsche Jange. Geil, sehr schön. Ich glaube, ich habe schon so ein bisschen ein Gefühl, Köln hat richtig Bock. Also ich glaube, wir können so langsam mal starten, oder? So langsam können wir mal starten. Ich glaube, die sind heiß. Wir müssen auch wirklich eine Sache erzählen. Wir waren in Berlin und wir haben was Schockierendes gesehen. Wir dachten immer, diese schrecklichen Wortwitze mit so Namensspielen, die seien der Friseurbranche vorbehalten. Ja. Kennt ihr, ne? Komm mal her, Herkules. In Köln gibt's ohne Scheiß Rebecca. Kennt ihr den? Am Barbarossa-Platz? Ja, die Inhaberin heißt Sabine. Ist kein Witz. Also das ist ganz schlimm. Das ist einfach ganz schwierig. Ist ein alter Hut. Wir kennen das alles, haben schon alle Witze darüber gemacht. Aber wir waren in Berlin, fuhren da mit dem Auto lang. Ey. Und auf einmal sahen wir einen Waschsalon, der einfach hieß Schleudertrauma. Und dann haben wir gedacht, okay, scheiße. Es hat jetzt noch eine Branche erwischt, diese schrecklichen Wortwitze. Und dann haben wir so in so einem Wahn so rumrecherchiert. Ja. So, und wir sind noch auf lustige Waschsalon-Namen gekommen. Wasserati. Tut weh, ne? Merkst du das? Also, haben wir hier Dad-Jokes-Fans heute Abend hier? Ja, werdet ihr gar keinen schönen Abend haben, weil jetzt kommen nur Dad-Jokes. Also, ganz schwierig, wirklich. Das ist hier Phil Dunphy aus Modern Family Humor. Ja, der hat wahrscheinlich sich auch die ganzen Waschsalon-Namen ausgedacht. The Lost Sock fand ich aber auch ganz geil. Stark. Und Ben hat sich einen ausgedacht. Das ich ist hab mir mein mehrere absolute. Ausgedacht. Wir sind dann irgendwie in den Flow gekommen. Ich finde, ja, alles gut. Feliz Navi-Wasch. Ja, Leute, ey, es tut mir leid. Oder für alle Harry Styles-Fan, as it was. Tut weh, ne? Merkt ihr? Ah, ja. Ja, und dann, wirklich, wir sind in so einen Wahn gekommen. Wir haben dann nur noch rumrecherchiert. Wo gibt's noch, zu welchen Läden gibt's noch schreckliche Namen? Dann haben wir noch eine Fleischerei gefunden, die heißt Wurstcase. Boah. Aber auch richtig geil. Hier, willst du den Döner vorlesen? Döner finde ich auch geil. Döner, das gibt's wirklich. Wir haben das Bild dazu gesehen. Izmir übel. Tut weh, ne? Ja, aber ihr werdet langsam warm, ist gut. Ja, ohne Scheiß, aber es ist doch... Okay, den finde ich auch ganz schlimm. Ein Tattoo-Laden, der heißt Hakuna Matattoo. Ja! Aua, oh da mein Gott. Da gehst du doch gern hin. Mm. Wieso? Also da... Und es gibt dazu wirklich auch ein Logo und so ein riesiges Schild. Und es muss ja irgendjemand mal hingegangen sein und dieses Schild beauftragt haben. Ich weiß nicht, was sich da jemand bei gedacht hat. Jedenfalls, als ihr reingekommen seid, wer hat alles von Zettel und Stift gekriegt? Sieben Leute, was ist sieben denn Leute, das ist... Nein, jetzt wirklich mal einmal klatschen, wer einen Zettel und einen Stift gekriegt. Und zwar, ihr könnt Karten gewinnen für die 1Live-Hörsaal-Comedy in Köln am 1. Juni. Was ihr dafür machen müsst, die Karten haben, es sind ja gar nicht so viele, wie wir rausgefunden haben. Vielleicht sollten wir nochmal... Guck mal, ihr könnt von hinten aus dem Backstage, vielleicht haut ihr nochmal ein paar Karten hier in die Runde und ein paar Stifte. Ja. Falls ihr selbst noch Läden kennt mit schrecklichen Namen... Oder ihr könnt euch selber auch was ausdenken. Ich meine, ihr habt ja an Ben gesehen. Schlimmer geht's eh nicht als ich. Also ihr habt schon gesehen, die Messler. Da kommen tolle Sachen so. Bei rum. Ja. Genau, könnt ihr das gerne auf die Karten schreiben. Und wir sammeln das später ein und werden verlosen, wer den oder die schlimmsten Namen sich ausgedacht hat. Ja, so. Genau. Könnte man das sagen. Genau. Yes. Aber, Bro. Ja. Aber bitte nicht, weil gleich kommt der erste wundervolle Comedian auf die Bühne. Bitte nicht, wenn die Comedians auf der Bühne stehen. Ich werde euch, also ihr könnt schon mal euer Hirn anschmeißen. Ich werde euch einen Slot, einen Timeslot nennen, wo ihr das draufschreiben könnt, wo wir das dann einsammeln werden. Und kurz bevor Legendary Atze auf die Bühne kommt, werden wir das verkünden und werden das gemeinsam mit euch entscheiden, wer da die Karten gewinnen darf für den schlimmsten Namen. Wer ist denn hier für Atze eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Ja. Nein, ohne Scheiß, für mich ist es wirklich ein Wahnsinn, weil Atze, ich meine, ich bin ein Kind der frühen 90er und meine Lieblingssendung als Kind war wirklich Alles Atze. Es ist kein Witz, wer hat noch Alles Atze geguckt? Wer kennt das? Ja. Es war einfach legendär, ich muss dir ganz ehrlich was sagen. Geil, ich find's schön. Haben wir Leute so ungefähr 2000er Jahrgang hier? Ja, Ben will jetzt nochmal sagen, dass er 10 Jahre jünger ist als ich. Ich wollte nur einer. Einer einfach, zwei. Aber man merkt auch schon, dass unsere Generation, wir sind nicht stolz drauf. Merkt ihr, wir sind so, ja, wir. Na, echt, es sind nur zwei? Wer ist denn unter 20? Einmal klatschen.
Auch direkt schon mit Bier in der Hand. Also nüchtern halte ich den Scheiß hier nicht aus. Schön, dass ihr da seid, ey, geil. Wie bist du denn hier hingeraten, sag mal? Auch Geburtstagsgeschenk. Gibt es Leute, die Tickets regulär gekauft haben oder haben wir nur Geburtstage? Wer ist kein Geburtstagskind? Ja, sehr schön. Na, du bist ja auf Empfehlung gekommen, nicht wahr? Von Annette. Annette, wenn die zuguckt jetzt, die denkt sich auch, was habe ich da gemacht? Geil. Ich weiß nicht, ob die zuguckt. Ja, wenn, dann hat sie jetzt wahrscheinlich auch schon abgeschaltet. Dann hat sie gedacht, okay, tschüss. Auf dem Weg in Urlaub, Annette, guten Flug. Ja. Auch nochmal an der Stelle. Das wird die nicht sehen jetzt. Also im Flugzeug erst recht nicht. Dann guckst du es ja nach, du weißt es ja, ja nicht. Sehr schön. So Leute, bevor hier gleich der erste Künstler auf die Bühne kommt, ihr habt natürlich eine Aufgabe, wenn die Leute hier gleich auf die Bühne kommen. Ihr müsst natürlich völlig ausrasten und das wollen wir ein bisschen mit euch trainieren. Deswegen, Ben. Ja, würde ich mal sagen, wir teilen das Publikum in drei Gruppen ein. Und zwar machen wir hier bei dir, hier Gruppe 1, links. Ja. Hier ist Gruppe 2 mit meinem Minderjährigen. Sehr schön, dass auch ihr hier seid. Gruppe 2. Und ich würde sagen, du, Kollege, bist einfach Gruppe 3. Ne? Also du siehst aus wie jemand, der richtig Bock hat und auch starke Arme. Das wird schon, oder? Du rastest jetzt für 20 Leute aus. Wir sind in der Langsays ausverkauft. Wahnsinn, ihr habt Bock. So, wie ist dein Name? Tim, okay, alles klar. Tim, Gruppe 3. Ihr seid Gruppe Luisa, ihr seid Gruppe Ben. So. Und du bist für dich selbst Gruppe Tim. Also, genau. Sehr schön. Gruppe Tim, wir freuen uns auf dich. Sag ich mal so, wie es ist. So, dann fang doch mal an. Ja, ich würde mal sagen, Team Ben, das ist immer so, also die erste Gruppe, das macht Luisa immer, ist meistens immer ein bisschen leiser als die zweite, aber ich glaube, ich spüre hier ist was. Also wir haben auf jeden Fall richtig Bock, ja? Mega. Also, ich würde mal sagen, wir fangen an. Team 1, habt ihr Bock? So. Okay, das ist ungewöhnlich für Gruppe 1, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Team Luisa, habt ihr Bock auf heute Abend? Ja! Oh mein Gott. Das war heiß. Ja, das war ein gesundes Unentschieden bis hierhin. Team 3, hast du Bock? Ja, ja Mann, Team, du enttäuscht mich. Ein Applaus für Tim. Sehr geil. Leute, so. Der erste Comedian kommt jetzt auf die Bühne, macht einfach alles das, was Tim gemacht hat. Leute, rastet aus, hier ist der wundervolle Bastian Bielendorfer! Guten Abend, Köln! Dankeschön. Ja. Schön. Tim, schön, dass du hier direkt deinen Stimmbruch bekommen hast, das freut mich. Meine Fresse, hier ist ein Dampf drin, ey. Das riecht wie der Sackschweiß vom Glöckler. Das ist ja fürchterlich. Guten Abend. Es ist sehr schön, hier zu sein in Köln. Es freut mich wahnsinnig. Ihr merkt schon, das Niveau des Abends sinkt nicht unbedingt, weil ich hier bin. Es ist so, dass mir letztens unterstellt wurde, mein Programm wäre zu vulgär. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich heute mal was Politisches. Kurze Frage ans Publikum. Wer hat seine Eltern schon mal beim Ficken erwischt? Was glaubt ihr denn, wo ihr hergekommen seid? Photosynthese oder was? Ganz ehrlich, mal aufzeigen. Wer hat seine Eltern schon mal beim GV erwischt, Köln? Ah, der junge Mann auf der linken Seite. Oh, guck mal, er hat direkt ein Vietnam-Flashback in den Augen. Wie heißt du denn? André? André, möchtest du uns das anonymisiert erzählen? Einfach nur unter uns. Oh, doch, André. Ich habe das letztens zu einem in der ersten Reihe gesagt. Ich sag, ey, erzähl's ruhig anonym. Und der Typ so, ist schwierig, meine Mutter sitzt hier. André, unter welchen Umständen ist es passiert? Also war es Zelturlaub, Mutti und Vati in der Türkei oder was war los? Ich bin nach Hause gekommen, die Tür war relativ offen. Ja. Hab gedacht, wenn die Tür nicht zu ist, dann kann man ja reinschauen. War keine gute Idee. Ich hatte letztens im Ruhrgebiet gespielt und das ist ja Gelsenkirchen, die Leute sind so ein bisschen geradeaus und dann hat eine in der ersten Reihe gesagt, ja, sie hätte zu Hause Bock auf Toffifee gehabt. Weißt du, wenn du aus dem Ruhrpott kommst, hast du im Wohnzimmer einen Schrank mit Süßigkeiten. Die ganze Bude kann top eingerichtet sein. Dieser Schrank ist aus Eiche Rustikal und der ist voll mit Billig-Snickers und Toffifee. Und dann sagt sie original, da komm ich im Wohnzimmer und da ist der Vater an der Mutter am Machen dran. Und ich denk so, scheißegal, ich hab trotzdem Bock auf Toffifee. Köln, ihr könnt euch schon denken, warum ich diese Frage stelle, weil ich bin bereits durch dieses dunkle Tal gelaufen. Ja, auch ich habe diese Erfahrung gemacht, die André machen musste. Es war, ja, wir sind Brüder im Geist, André. Sei froh, dass es bei dir nicht ganz so schlimm war wie bei mir. Weil bei mir war es so, es war das Jahr 97, ich bin ein alter Mann. Ich saß im Videokeller, guckte erbarmungslos einen Western mit Clint Eastwood. Mein Vater hatte nachts Geburtstag.
Ich hatte extra ein kleines Törtchen gebacken, da habe ich mir einen Wecker gestellt, bin die Treppe hochgeschlichen, damit Mama und Papa auch schön überrascht sind. Hab mein Törtchen genommen, stand vorm elterlichen Schlafzimmer und da dachte ich, jetzt wäre doch eine gute Idee, diese Tür vom elterlichen Schlafzimmer aufzutreten, wie so eine Salontür in so einem Western. War nicht so eine gute Idee. Habe ich dann auch gemacht. Ich stand da, dachte so, okay, ich bin hier nicht der Einzige, dessen Kerze brennt. Und Erbarmungslos 2 wird auch gerade gedreht. Und dann bin ich in mein Jugendzimmer gegangen, habe mich auf meine Couch gesetzt, habe kurz überlegt, ob ich mir der WC-Ente vielleicht die Pupillen rauspopeln sollte. Und habe das gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und 10 Minuten später geht meine Tür auf. Und dort steht mein Vater, verschwitzt, in einem Seidenbademantel meiner Mutter. Einem sehr kurzen Seidenbademantel. Einem extrem kurzen, seit es, wie soll ich sagen, die Domglocken haben geläutet. Es sah aus, als wenn 2 Dackelköpfe kuscheln wollten. Und er atmete schwer und schaut zu mir rüber. Und dann kam er so zu mir rübergelaufen. Und setzt sich neben mich. Und ich mache nur, oh mein Gott! Und dann kam dieses Gespräch, das Eltern mit ihren Kindern führen müssen. Dieses einmal, weißt du, wir wurden erwischt, wir müssen jetzt dieses Gespräch führen, wir klären den Sohn jetzt auf. Und mein Vater hockt neben mir, guckt mich an und er hatte wirklich die besten Worte gewählt, die ihm einfielen. Er machte nämlich, nee, ich kann das nicht. Und ging! Mehr war nicht, das war meine komplette Aufklärung. Zum Glück habe ich mich selber aufgeklärt. Ich bin ja ein Kind der 90er, wir hatten zumindest schon ein bisschen Zugang zu Material. Ich sehe ja auch Männer anderer Generation da drüben. Wie alt bist du, junger Mann? Ich, Ü50. Das nennt man auch die Quelle-Katalog-Generation. Dieser junge Mann hat damals noch den Quelle-Katalog durchgearbeitet, bis er zu einer cremigen Masse verschmolzen war. Wir hatten zumindest ein bisschen was. Es gab schon, also in meiner Generation konnte man sich abends, wenn man sich nachbilden wollte, zumindest Telefonsexwerbung angucken, 3 bis 5 Minuten. Und es gab auf dem Schulhof, das werden sich viele, die jetzt heute hier sind, wenn die sich mal, sagen wir mal, sexuell fortbilden möchten, gehen sie einfach auf Ich bin 18 Jahre auf einer Seite wie X-Hamster, da geht es zum Beispiel um Kleintierzucht. Wer da lacht, ist ein Schwein. Und wir hatten auf dem Schulhof eine Pornospindel. Die wurde von 4 Schülern in einer Hand durch den Schulhof getragen, immer gemeinsam. Oh! Und eines Tages, als die Schule vorbei war im Abitur, habe ich diese Pornospindel behalten, habe sie zu Hause in meine Schublade gelegt und habe sie vergessen. Und als ich dann mit meiner Freundin zusammenzog, kam ihr sehr katholischer Vater und mein Vater und mein bester Freund. Und die halfen mir dabei, eine Kiste einzupacken oder mehrere Kisten. Und ich komme ins Wohnzimmer und dort steht ihr Vater, holt diese Spindel aus der Schublade raus, schaut mich an, meine Freundin guckt mich an und sagt, Bananenfick in Mosambik. Und ich sage, das ist Dokumentation. Und dann nahm meine Freundin die Spindel und warf sie aus dem Fenster und sie flog in die Dortmunder Nordstadt. Und ich sehe hinter mir nur, wie mein bester Freund aus der Tür moonwalkt. In meiner Familie hat es die Leute ziemlich überrascht, dass ich sowas überhaupt konsumiert habe, weil es wurde lange vermutet, ich wäre dem eigenen Geschlecht zugewandt. Was nicht schlimm gewesen wäre, wenn ich schwul gewesen wäre, bis auf für meinen Opa. Weil mein Opa, naja, war eine andere Generation und er hatte Sorge, dass ich mich dann nicht fortpflanzen würde. Er sagte immer, dann endet die Blutlinie, weil ich bin der letzte Bielendorfer. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, für euren Genpool ist das nicht schlimm, wenn meine Familie ausstirbt. Es ist jetzt nicht so, dass einer gesagt hat, oh, Sprachfehler und Plattfuß, das braucht die Menschheit unbedingt noch. Aber mein Opa hatte sich einen genialen Plan ausgedacht. Es ist wirklich passiert, wie er mich zurück in die Heterosexualität holen könnte. Ich sitze bei ihm an seinem Arbeitstisch mit 14 Jahren, auf einmal geht die Tür ein. Mein Opa hatte sich einen Anzug angezogen. Der sah aus wie Graf Zahl. Und er kommt rein, läuft zu mir, legt mir etwas vor meine Augen und sagt, schau dir das bitte mal an, dann können wir nachher darüber sprechen. Und ich gucke drauf, er geht wieder raus und ich sehe, es ist ein Playboy von 1972. Mit Ingrid Steger, nackt auf dem Motorrad. Und ich gucke da so drauf und ich will Frau Steger nicht zu nahe treten, aber es waren die 70er. Sie war behaarter als Chewbacca. Es sah aus, als würde die Frau auf einer Ziege reiten und 2 Chinchillas unter ihrem Arm zerdrücken. Und dann blätter ich da so durch und so, boah. Und plötzlich kommt mein Opa wieder rein, schaut mich an und sagt, hast du dir das mal angeschaut? Und ich sag zu ihm, oh ja, aber das ist ehrlich gesagt wirklich ekelhaft.
Und er läuft zu meiner Oma und sagt, die Blutlinie ist zu Ende. Ah, meine Familie, ich habe jetzt Kinder in der Familie bekommen, das war sehr schön. Also ich habe noch keine, aber ich habe zumindest in meinem Familienumkreis jetzt das erste Mal, dass eine Cousine von mir ein Kind bekommen hat, Marla. Marla heißt die Kleine, das ist wirklich süß. Wir sind hingefahren, haben sie uns angeschaut und ich habe zu denen gesagt, echt schade, dass ihr keine Zwillinge bekommen habt, sonst hättet ihr sie Maler und Lackierer nennen können. Köln, das war schön bei euch. Habt noch einen schönen Abend. Küsschen! Bastian Bielendorfer! Bastian Bielendorfer! Woo! Leute, das ist komisch, diese Frage in diesem Raum zu stellen, wo wirklich alle, glaube ich, gerade das Kimmen- und Dekolleté-Wasser runterläuft. Aber wer freut sich auch so sehr, dass endlich Frühling ist? Ey, wirklich, es hat ewig gedauert dieses Jahr. Und ich finde wirklich, dieser erste Tag, wenn man im T-Shirt in der Sonne sitzt und man sich denkt, stimmt, Winter ist richtig beschissen. Der Winter ist richtig scheiße. Und das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in so einem Alter, wo ich merke, ah ja, okay, der Winter wird ein ernsthaftes Problem für mich. Weil, jetzt mal im Ernst, ich kenne so keinen Sechsjährigen, der so einen Satz sagt wie, ich weiß nicht, wie ich durch den Winter kommen soll. Es gibt einfach Sätze, die sagen Kinder nicht. Zum Beispiel sowas wie, geil, endlich wieder Spargelzeit. Kinder sind einfach cooler als wir, ja. Kinder machen auch nicht so einen Scheiß wie spazieren gehen. Kennt ihr das? Wisst ihr doch, wenn man ein Kind war und die Eltern kamen so an und haben gesagt, komm, wir gehen eine Runde spazieren. Man sich so dachte so, hä, warum? Wie, wohin? Nirgends wohin. Spazieren. Warum denn? Wie, was spazieren? Und dann sind Erwachsene spazieren gegangen, ohne Ziel, um zurückzukommen und dann Mittagsschlaf zu machen. Also wirklich, also, und ich dachte als Kind so, okay, ihr seid einfach Opfer. Ohne Scheiß, mein Vater hat immer jeden Tag, der hat jeden Tag Mittagsschlaf gemacht und jeden Tag zu mir gesagt, Luisa, hier kannst du eine halbe Stunde was gucken, ich gehe eine halbe Stunde pennen. Und ich dachte so, ey, das ist echt ein armer Mann. Der geht lieber schlafen, statt Fernsehen zu gucken. Das ist wirklich, Erwachsene haben ein trauriges Leben, habe ich mir gedacht, ne? So, auch Geburtstage von Erwachsenen, mega langweilig. Sitzen einfach nur rum und reden und trinken unfassbar langsam ihre Getränke. Das hat man als Kind nicht verstanden, oder? Wirklich, eine Fanta, die war, huh, war die weg. Ja, niemand hat so, also die Fanta-Exotik ist im Abgang wirklich unfassbar. Nein, Mann, ne? Und dann hat man die Erwachsenen gesehen, wenn die gesagt haben, ja, ich trinke nur noch mal eben meinen Wein aus. Wusste man so, ja gut, geil. Man wusste nicht, was eine halbe Stunde ist, aber man wusste, man muss jetzt sehr, sehr lange warten. Einfach, ne? Und das Problem ist, ich bin jetzt 32 geworden letzten Monat und auf einmal sitze ich so auf meiner eigenen Geburtstagsparty und dachte, ja, jetzt ist es soweit. Alle sitzen rum und reden und trinken unfassbar langsam an ihrem Weinglas rum. Und du merkst auch, wenn du einfach alt geworden bist, es gibt zu viel selbstgemachte Dips an deinem Geburtstag. Ja, Leute. Die nächste Comedian, die war übrigens auch auf meinem Geburtstag, auf dem Dip-Geburtstag. War lecker, der Dip, ne, Christine? Also, ich finde auch der Dattel-Mango-Dip, ich finde, das habe ich richtig gut gemacht. Leute, die nächste Comedian, die hat sich, glaube ich, das Erwachsensein auch ein bisschen anders vorgestellt. Sie ist wunderbar, bitte rastet richtig aus. Hier ist die wunderbare Christine Jogsch! Servus, Nabin. Schön, hallo. Ja, Mensch, freue mich hier zu sein. Schön seht ihr aus. Geht's euch gut? Eine Person, sehr schön. Mensch, so schön, Luisa. Ja, Geburtstag war toll. Ich wollte mal kurz was mit euch teilen. Und zwar, mir ist aufgefallen, je älter ich werde, desto mehr ändern sich so meine Ängste und Erwartungen. Zum Beispiel Thema Weggehen, so, ne? Früher, so mit 18, hatte ich immer so Angst, nicht in den Club reingelassen zu werden. Und ich habe da mit meiner damaligen besten Freundin, mit der Sarah, habe ich so eine kleine Choreo einstudiert, um den Türsteher zu zeigen, dass wir so richtig geile Party-Bitches sind. Unsere Choreo war von den Pussycat Dolls. Don't ya? Und die sah ja nun etwa so aus. Passt auf.
Ihr müsst euch die Musik vorstellen. I know you want it. Das war jetzt euer Part. Also nochmal. I know you want it. I know you do. Don't you wish a girl for me is hot like me? Danke. Ja. Und der Türsteher hat uns immer reingelassen mit den Worten, ey, ich bin für Inklusion, also. Ja, das waren so seine Worte. Ja, heute ist das anders bei mir. Heute habe ich so eine positive Angst, nicht in den Club reinzukommen. Also wenn ich zum Club gehe und der Türsteher sagt, nee, heute nicht, dann bin ich so, ja, schade, ne? Dann müssen wir wohl nach Hause. Oh, ärgerlich. Dann habe ich immer noch Angst, dass einer meiner Freunde so darauf kommt, noch weiterzuziehen. So ein Daniel, der gerade Single geworden ist. Der sagt so, ey Leute, kommt mit. Wir müssen weiterziehen. Ich bin Single. Daniel, klär das alleine. Wozu gibt's Dating-Apps? Okay, ihr seid alle Single und geht gerne feiern. So. Das können wir gar nicht nachvollziehen, Christine. Okay, alles gut. Schön. Ich gehe mittlerweile gerne auf Spieleabende. Einmal klatschen, wenn ihr gerne auf Spieleabende geht. Geil. Okay. Haut mal raus, was sind so eure Lieblingsspiele? Nicht, kreativ Monopoly. Also, du stehst auf Geld. Studierst du BWL oder so? Schön für dich. Okay, mal hier in der Ecke, habt ihr so ein Lieblingsspiel? Wizard, das ist der Werwolf. Oh, Luisa, wir müssen uns zum Werwolf spielen. Cool. Du, hast du ein Lieblingsspiel? Nobody's Perfect. Du guckst so, als wäre das was ganz Falsches. Du hast so geguckt, Nobody's Perfect. Kennst du das? Cool. Ja, ich gehe gerne zu Spieleabende, aber ich habe das Problem, ich bin wirklich so eine richtig schlechte Verliererin. So, aber so eine richtig, richtig schlechte Verliererin. So eine also wirklich richtig schlecht. So, Leute, ich bin persönlich beleidigt, wenn jemand gegen mich gewinnt. So, ne? Ich hasse die Person. Ich rede nicht mehr mit der. Wirklich richtig schlimm. Früher als Kind war richtig schlimm. Ich habe immer so das Brett weggeschmissen und geweint. Heute habe ich das so anders unter Kontrolle. Ich spucke so drauf. Oder ich knick so die Karten. Ist es dein Spiel? Schöne Karten. Ja, ich habe das Gefühl, ich verfüge beim Spielen tatsächlich nur über zwei Emotionen. Ich bin entweder so super happy oder ich bin so super wütend. Ich bin wie so eine Comicfigur, so eine Conny aus so einem Kinderbuch, wo so die Entwickler so dachten, ah, wir geben dir nur so zwei einfache Emotionen. Ich bin so, Conny ist glücklich. Conny ist wütend. Conny ist spielsüchtig. Ja. Ich habe so das Gefühl, war da ein Applaus? Einer wollte applaudieren, aber nicht alle. Alles klar, kein Problem. Alter, was? Ah, nee, scheiße. Ich habe so manchmal so das Gefühl, ich muss so meine mentale Verfassung bei Spieleabend stärken. Ne? Und Leute, ich habe jetzt was gefunden. Ich bin zum letzten Spieleabend, bin ich im Karateanzug gekommen. Hatte so den schwarzen Gürtel um. Meine Freunde sollten mich mit feuriger Adler ansprechen. Katsching. Die fanden es mega problematisch. Und deswegen habe ich das auch so meiner Gruppentherapie erzählt. Und meine Therapeutin meinte so, ja, Frau Jucksch, wahrscheinlich haben Sie Verlustängste. Einer lacht so, kenn ich. Ja, das kenn ich. Und ich war nur so, ja, wo haben Sie studiert? Buxtehude oder was? Und sie so, ja, und kritikunfähig sind Sie auch noch? Und ich so, Schlampe. Ja, aber ich habe dann so gedacht, okay, ich muss mal versuchen, im Alltag so die Kontrolle abzugeben, Leute, ne? Und ich bin dann in Rewe gegangen und anstatt an diese coolen neuen SB-Kassen bin ich direkt an die Kasse, so, ne? Und da war so ein Kassierer und während er kassiert hat, habe ich ihn so die ganze Zeit fixiert und jedes Beep habe ich so mitgesprochen. Beep. 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 Und er hat dann irgendwann, also ich glaube, der dachte, ich flirt mit dem, so, ne? Weil er hat so angefangen zu schwitzen. Und er hat das aber voll gut gemacht. Und ich habe ihm dann so nach dem Kassieren auch so ein Feedback gegeben. Meinte so, hey, cool kassiert, flüssig und so. Und dann haben uns unsere Hände kurz berührt. Und dann hat er angefangen zu weinen. Ich glaube, der war auch emotional dabei, ne? Aber Leute, ich hab dann so gedacht, boah, ich habe voll den Lauf, so, ne? Voll cool, Kontrolle abgeben, yay. Und dann dachte ich so, ja, ich muss, was kann ich als nächstes machen? So, ne? Und ich musste eh noch zum Friseur.
Also bin ich zum Friseur gegangen, aber im Hauptbahnhof. Eigentlich war da so ein Typ, der lief so rum und hat gesagt, ich bin Friseur. Ich finde, hat er gut gemacht, ne? Hat er gut danke für den Applaus. Hat er gut gemacht. Der Wolfgang, ne? Findet ihr an Gleis 3, falls ihr den sucht. Nee, und dann war ich wieder in meiner Therapiestunde, meiner Gruppentherapie. Ja, es geht viel um Therapie heute. Ich war dann wieder in meiner Gruppentherapie und habe dann wirklich so gesagt, ja, vielleicht habe ich tatsächlich Probleme damit, Menschen zu vertrauen. Und da hat meine Therapeutin gesagt, ja, Frau Jucksch, wahrscheinlich haben Sie auch Bindungsängste. Einer lacht so, kenne ich auch. Und ich war so, ja, und was kommt als nächstes? Sexsucht, weil ich masturbiere 3-mal am Tag. Und sie so, ja, Süchte, das wäre jetzt ein anderes Fass. Könnten wir aber auch aufmachen. Ich so, nee, das lassen wir lieber zu, ne? Das lassen wir heute mal zu, ne? Ja, und sie hat uns dann so als Gruppe so eine kleine Aufgabe mitgegeben und meinte so, ja, versucht doch mal bis zur nächsten Stunde euch mit dem Thema Bindung zu beschäftigen, so Leute, ne? Und ich bin dann so nach Hause und dachte mir so, ey, wie kann ich denn schnell irgendwie oder eine Bindung knüpfen oder so? Und ich wohne in so einer Wohnung und bei mir auf dem Balkon kommt einmal am Tag so ein Eichhörnchen vorbei, ne? Und ich dachte mir so, ja cool, das Eichhörnchen kommt eh vorbei und das ist da und ich kann so versuchen, mit dem so eine Bindung aufzubauen. Also wollte ich das mal probieren und habe jeden Tag so eine Nuss rausgelegt und habe mich so gefreut, aber einen Tag ist es so nicht gekommen und ich war so, ja klar, Bro, du lässt mich im Stich. War klar. Nächsten Tag kam es dann wieder, aber es war so ein bisschen verändert, es war so ein bisschen größer und aggressiver und es hatte so Blut an seinen Tatzen. Naja. Ich bin dann wieder in meine Therapiestunde gegangen und dann sollte so jeder erzählen, was er so für Erfahrungen gemacht hat. Ne? Und dann fing einer so an und hat gesagt, ja, also nach 10 Jahren habe ich wieder Kontakt zu meinem Vater aufgenommen. Das war emotional echt, hat mich mitgenommen. Und dann so ein anderes Jahr nach meiner toxischen Beziehung habe ich wieder ein Date. Und meine Therapeutin so, und bei Ihnen, Frau Jucksch? Ich so, ja, es gibt da so ein Eichhörnchen. Ach, Leute. Ja, was soll ich sagen? Danke. So, ein bisschen zu langer Applaus, aber ist okay. Schön, dass du dich öffnest, Christine. Ja, Leute, aber ich habe das jetzt so ein bisschen analysiert, ne? Weil ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber ich wollte das so ein bisschen ganz klar für mich haben und ich bin dann zu Hause gegangen und dachte mir so, ich löse das jetzt mal für mich wie so ein Cold Case, weil ich bin auch True Crime Fan, so, ne? Ich bin dann zu Hause, habe meine Rollos runtergemacht, mir Kaffee gekocht, mein Whiteboard sauber gemacht, mir ein paar Packungen Zigaretten gekauft, Lenz und Partner angeschaltet und dachte mir, jetzt geht's die Analyse los, ne? Und mir ist der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ich bin mit 20, bis ich 20 war, habe ich auf dem Dorf gewohnt, so, ne? Erstmal kritisch, so, ne? Dann zweiter Punkt, ich bin in meinen 20ern sehr, sehr oft umgezogen, wirklich übertrieben oft, ne? Ich habe in so Orten gewohnt, wo kein Mensch wohnen will, Goslar, Paderborn oder so eine Scheiße, so, ne? Dann dritter Punkt, sobald ich umziehe und dort meine Nachbarn mich mit Vornamen ansprechen, kriege ich Schweißausbrüche, Leute. Ja, ihr kommt selber drauf, ne? Ja, ich erzähl's euch kurz. Passt auf. Und zwar, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und die Nachbarn auf dem Dorf hatten nichts anderes zu tun, als sich jeden Tag einmal zu treffen und Klönschnack zu halten und über alle Leute zu lästern. Die eine Nachbarin, Brigitte, die hat erzählt, die Jucksch, die quält Hühner. Leute, ich hab den nicht gequält, ich hab den was vorgesungen. Und da kam's mir. Ich hab natürlich Verlustängste, Bindungsängste, weil ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ja, mich hat das genauso schockiert. Leute, aber keine Ahnung, ich muss mein Kindheitstrauma überwinden, so, ne? Und deswegen habe ich jetzt meine Nachbarn zum Kniffel eingeladen. Natürlich im Karateanzug. Geh zur Therapie, das war's von mir, dankeschön. Christine Jung! Christine Jung! Leute. Das ist der Moment. Der Moment für die Zettel, Leute. Hat jemand... Ihr könnt jetzt was draufschreiben, wenn ihr schon was draufgeschrieben habt. Es geht um die Aktion, die wir im Opening erzählt haben. Jetzt geht's ab. Jetzt geht die kreative Phase los. Leute, ich gebe euch maximal eine Minute. Willst du vielleicht ein bisschen Pausenmusik spielen? Wir sind jetzt erstmal beschäftigt. Du machst erstmal Hausaufgaben. Jetzt bin ich gerade oben. Also, schön...
abgeben. Und genau, und am besten, ihr müsst einen Namen mit draufschreiben. Das wäre gut. Habt ihr jetzt alle Ideen? Ich hab 3 Stunden gebraucht. Kein Zettel gekriegt? Sonst hatten wir noch ein paar inspiring... Oder ich glaube, es hört eh keiner zu. Wir warten jetzt. Oh, da hinten werden Selfies gemacht. Auch schön. Sehr gut. Haltet das ruhig fest, euren Abend. Oh, was trinkst du da? Was ist das? Tim, ich versuche verzweifelt eine Konversation aufzubauen, Tim. Da krieg ich? Geil, danke dir, Mann. Was ist das? Ah ja, entschuldige, na sicher. Hast du jetzt jemandem das Bier abgezogen? Mir wurde das angeboten. Tim ist der auch ausgeliehen? Na schade, Tim. Ich dachte, wir wären weiter. Wir bringen dir gleich ein neues. Pass mal auf. So, Leute. Willst du das mit mir teilen? Das ist super lieb. Warte mal. Ben, hast du Herpes oder sowas? Nee. Aber derjenige, der das nächste Mal das Mikro benutzt hat. Bitte sehr. So, Leute, bitte einmal klatschen. Habt ihr alle die Zettel abgegeben? Einmal klatschen, wer alle die Zettel abgegeben hat, bitte. Okay, seid ihr wieder da. Sehr gut. Komm, dann willst du mal hier, du nimmst links, ich nehme rechts. Wir machen nochmal einen kleinen... Danke, Sonja, vielen Dank. Da kommt deine. Ach, guck mal. Da kommt noch deine. Ja, wir brauchen die später wieder. Ach so. Genau. Alright. Du kannst die gerne da auf den Stuhl packen. So. So, Leute, wir machen nochmal ganz kurz. Was? Nein, nein? Was ist hier? Ganz aufgeregt, jetzt wegen der Namen, Leute. Nein, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Comedian, deswegen mal ganz kurz einen Stimmungscheck. Leute, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Habt ihr Bock? Leute, rastet bitte aus, denn der nächste Comedian ist das allererste Mal hier im Waschsalon. Hier ist für euch der wunderbare René Kaspar! Wie läuft's? Na, Leute, habt ihr noch Bock auf Comedy? Ich sag komme, ihr sagt die. Komme. Die. Komme. Die. Komme. Die. Komme. Die. Perfekt. Das ist überragend, ey. Wenn das am Anfang funktioniert, Leute, das nimmt mir so den Druck aus der ganzen Kiste, ne? Ja, dann weiß ich auch hier, ne? Hier kann gar nichts mehr anbrennen, ne? Die nächsten Minuten werden euch die Schuhe ausziehen, auf jeden Fall, ne? Wenn euch sowas begeistert. Ja, mein Name ist René Kaspar, ich bin Lehramtsstudent an der Uni Köln. Ein bisschen länger schon, bin jetzt im... Sommersemester? Nein, Spaß, ich bin im 16. Sommersemester. Muss dazu sagen, den Bachelor habe ich mittlerweile im Lehramt. Ja, Bachelor habe ich, man muss aber jetzt, um vollwertiger Lehrer zu werden, muss man auch noch den Master machen. Master dauert 4 Semester, das sind nochmal 8 Jahre. Und da habe ich keinen Bock drauf. In Köln sagt man ja, von nix küt nix. Ich habe das jahrelang ausprobiert und... Ja, kann man mal so stehen lassen, ne? Vollkommen richtig. Ja. Die Uni Köln hat letztens ihren Exzellenzstatus verloren. Ja, mehr wollte ich gar nicht, ne? Das war von Anfang an mein Ziel. Lang genug gedauert. Ne? Und jetzt überlegen die von der Uni Köln, was die mit ihrem Motto machen. Aktuell haben die das Motto gute Ideen. Aber jetzt hat halt auch mal einer der Verantwortlichen gesagt, ja, Leute, wir haben keine guten Ideen. Und jetzt überlegen die halt. Ne? Aktuell habe ich gehört, das Favorit auf das neue Motto der Uni Köln. Uni Köln, toi, toi, toi. Also, habe ich gehört. Ja, im Corona-Lockdown habe ich mir eine Stelle als Vertretungslehrer besorgt, ja, neben dem Studium. Das geht, ja, ich glaube, man braucht mittlerweile nicht mal mehr irgendwie einen Schulabschluss, um irgendwie als Lehrer zu arbeiten oder so, dass ihr das auch mal wisst, ne? Und dann ging das so los, dass so die ersten Leute im Bekanntenkreis gesagt haben, Mensch, René, jetzt du als Lehrer, ne, die Jugend heutzutage, das ist doch echt anstrengend, ist doch total stressig. Da habe ich mir gesagt, stopp. Lehrer ist nur ein stressiger Beruf,
wenn man ihn ernst nimmt. Ne, das ist bei den meisten Berufen so. Und für mich war das eigentlich halt so eine Art Bühnenersatz in der Corona-Zeit, ja, weil wir Comedians konnten alle nicht auftreten und die Schulen waren jetzt zum Teil offen und habe ich gesagt, gut, mache ich halt das, ne? Mit dem Unterschied aber, dass ich mich da natürlich jetzt nicht hingestellt habe und meinte irgendwie, ey Leute, Bock auf Comedy, ich sag komme, ihr sagt die, das ist ja totaler Quatsch, ne? Nee, da habe ich dann gesagt, ey Leute, ja, Bock auf Unterricht, ne? Ich sag unter, ihr sagt richt, unter. Genau. Oder ich sag Gym, ihr sagt Gymnasium, Gym. Ja. Hat da meistens nicht so gut funktioniert. Vielleicht, weil ich an der Realschule unterrichtet habe. Das kann natürlich sein. Ne? Ja. Und ja, dann hatte ich zum ersten Mal ein Baby auf dem Arm. Direkt geheult. Ne? Das Kind dann auch. Und da habe ich gemerkt, ich habe es irgendwie nicht so mit Kindern, irgendwie, keine Ahnung, ne? mag ich nicht so. Problem ist, es ist meins. Ja, bin Vater geworden, ne? Jetzt so vor anderthalb Jahren ungefähr. Und es ist wirklich, ja, nee, ich habe nichts gemacht. Meine Freundin hat viel mehr gemacht, die kriegt nie Applaus, wenn sie das erzählt. Und Vater sein, das ist echt anstrengend, ich finde das echt stressig. Seit anderthalb Jahren bin ich jetzt so gestresst, nur gestresst, den ganzen Tag. Ich bin letztens mit meinem Kind durch den Park gelaufen und ich war gestresst. Einfach die ganze Zeit gestresst. So. Und dann lief auf einmal so ein Obdachloser an uns vorbei. Und ich war so ein bisschen irritiert und dann ging der zu so einem Baum, legte da sein Handtuch hin, seine Flasche Bier stellte der daneben und hat sich dann da einfach hingelegt und geschlafen. Und das war für mich so ein Hallo-Wach-Moment, dass ich dachte, Mensch, René, jetzt hör mal auf zu heulen hier. So stressig, dir geht's doch gut, deiner Familie geht's doch gut. Ihr habt ein Dach überm Kopf, ihr habt genug Geld zum Leben, ihr seid gesund, euch geht's doch verdammt nochmal gut. Aber es gab auch so eine ganz leise Stimme in meinem Hinterkopf, als ich das gesehen habe, die meinte so, boah, chillig. Auf dem Level gestresst, ne? Ja, und ja, ich weiß auch als Pädagoge natürlich, man muss Kinder früh fördern. Ne? Wir bereiten unser Kind jetzt auf Seepferdchen vor, weil ich habe meins nie gemacht und leide darunter heute tatsächlich sehr. Ich wollte das letztens nachholen. Zu alt. Ja, ich bin zu alt für Seepferdchen. Ja, ich war am Boden zerstört. Also ich dachte immer, ich kann im Leben alles erreichen. So. War auch einfach, ja, krass, so vom System so benachteiligt zu werden. So müssen sich Frauen fühlen. Ist ja so, ne? Frauen werden ja in der Gesellschaft benachteiligt, das ist ja Fakt. Wobei auch Männer, ne? Also auch wir Männer werden ja, wir müssen uns ja auch manche Dinge hart erkämpfen in der Gesellschaft. Bauchtanz beispielsweise, um eines von vielen zu nennen. Ja, wir haben ja auch unser Päckchen zu tragen. Ja? Und um jetzt einfach mit gutem Beispiel auch voranzugehen, so auch so dem Kind was mitzugeben, gucken wir jetzt immer dann so zum Thema Gleichberechtigung Serie mit starker weiblicher Hauptrolle. Die Bachelorette beispielsweise. Und da ist mir bei der letzten Bachelorette was aufgefallen. Die hat immer in diesen Interviews gesagt, in denen die über die Männer spricht, die die gut findet, da hat die immer gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ich mag an dem einfach, dass der einfach so ist, wie er ist. Mal kurz Handzeichen. Würde irgendwer von euch, von sich selbst nicht behaupten, dass er oder sie so ist, wie er oder sie ist? Ja, Leute. Jeder ist, wie er ist. Das ist doch nichts Besonderes. Und oft auch nichts Gutes. Die Uni Köln, ja, ist, wie sie ist. Ja. Meine bescheuerte Nachbarin, die immer die spielenden Kinder auf der Straße anbrüllt.
Ja, die ist, wie sie ist. Adolf Hitler. Was ich nur sagen will, wenn euch mal jemand sagt, ey, ich mag dich, weil du so bist, wie du bist, schwierig, ja, vielleicht bist du auch scheiße, ja, vielleicht bescheuert oder doof oder dumm oder so, ne, so ein Satz, den kann man sich auch wirklich sparen, ne, und dann war einer von den Kandidaten im Interview auf einmal, der meinte dann so, ja, ich bin halt, wie ich bin, entweder man mag mich oder man mag mich halt nicht. Ja, eher nicht, würde ich sagen, aber was ist das denn für eine nichtssagende Aussage? So ein Schwachsinn, ne? Das ist, so kann man sich wirklich sparen. Das ist so, wie wenn Leute sagen, ja, mein Lebensmotto ist, lebe dein Leben. Ja, ja. Aber wie denn? Also, ne? Und was ist die Alternative? Du sagst ja auch nicht, ich esse mein Essen oder so. Da würdest du ja auch erstmal fragen, was denn? So, du brauchst ja die Information. Und wenn du die Information hast, dann kannst du ja immer noch sagen, mag ich nicht, ekelhaft. Scheiße. So. Ja, ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf. Ja, ich höre jetzt auch auf, Leute. Ne? Reicht jetzt auch. Was mir nur wichtig ist, euch mitzugeben zum Abschied. Bleibt, wie ihr seid. Das mag ich an euch. Und ja, lebt euer Leben. Schönen Abend noch. Tschüss zusammen. Vinny Kasper! Vinny Kasper, give it up! Come on! Ja! René, geiler Typ. Köln, hattet ihr Spaß bis hierhin? Geil. Tim, alles fit? Sehr gut. Raste nochmal aus. Ich wusste gar nicht, dass man das Stimmbruch zweimal kriegen kann, aber schön. Sehr geil. Tim, du bist mit deiner Freundin hier, wa? Ja. Sehr schön. Was machst du beruflich? IT-Projektmanager. Oh Mann, bis eben warst du noch so sympathisch. IT-Projektmanager, geil. Ja, das ist jetzt, ich dachte jetzt, wir können was darüber, das ist wirklich, und deine Freundin, was macht die? Oh, sie lacht schon, jetzt wird's gut. Du bist bei der Bank. Mega, ja, schön, dass ihr hier seid auf jeden Fall. Was macht man da so den ganzen Tag? Ich war lange nicht mehr da, ich bin Comedian. Entschuldigung. Im Online-Banking. Ah, krass, du bist, ach, wegen dir funktioniert die scheiß App nicht, ey. Wirklich, ohne Scheiß, immer Probleme damit. Ich muss einmal ganz kurz was erzählen. Mir ist aufgefallen, ich reagiere total komisch manchmal auf so Nachrichten und Meldungen. Ich habe jetzt letztens was gelesen, da hat so eine, das ist eine wahre Geschichte, hat eine Elfjährige den Hund der Familie ausgeführt. Also ich weiß auch nicht, anscheinend waren die Eltern sehr tolerant, also dass man mit 11 den Hund schon ausführt. Hat sie öfter gemacht und irgendwann stand halt in dem Artikel, kam sie zurück ohne Hund. Und dann hat die Mutter so gefragt, wo ist denn der Hund? Und dann hat die Elfjährige beim Spazieren den Hund für 250 Euro verkauft. Und mein erster Gedanke war, das ist kein guter Deal. Also 250 Euro, Alter, das ist eine halbe PS5. Also, ist euch das mal auf, ohne Scheiß, das sind 40 Döner. Nach Inflation 30. Also wirklich, ohne Scheiß, das ist gar nicht gut. Gar nicht. Ich habe, Tim, ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, wenn du auf öffentlichen Klos bist. Und dich so in die Kabine gehst und dann so merkst, ich muss furzen. Drückst du dann die Spülung, damit es niemand hört? Nein, ich bin der einzige Psycho anscheinend. Macht das hier jemand? Das wird auch niemand zugeben, oder? Also ich mach das auf jeden Fall, weil ich bin eklig. Ich sitze auf jeden Fall, ich habe das einmal gehabt, vor der Show, es ist kein Witz, ich saß so auf einer öffentlichen Toilette und ich habe so gemerkt, ich muss furzen. Und dann dachte ich mir, ja gut, drückst du Spülung, weil dann hört man nicht. So, jetzt, dann habe ich gefurzt und habe gemerkt, Spülung kaputt. Und dann habe ich so gemerkt, fuck, da ist so jemand mit mir noch in dem Klo. Und dann habe ich so, also jetzt nicht in der Kabine. Es ist nicht so, dass ich, nur ganz kurz, also auf dem Klo mit. Und dann bin ich so raus, peinlich, und zum Waschbecken. Und dann ist mir aufgefallen, der Typ hat einfach nur gesehen, wie ich ins Klo gehe, furze und wieder rauskomme. Der muss gedacht haben, ich Fuchs, wenn ich jetzt auf die Kabine gehe, hört er mich nicht. So jemand war ich dann anscheinend. Und dann stand ich vor dem Spiegel und er stand so neben mir. Das Einzige, was er gemacht hat, war... Ja, danke nochmal, Dad. So,
Ah ja, mir passieren ständig unangenehme Sachen. Letztens auch ist mir aufgefallen, ich habe einen Kumpel. Ich weiß nicht, Tim, hast du so einen Kumpel, der so ein bisschen dumm ist? Ja, hast du? Wenn du jetzt niemanden hättest, dann bist du derjenige im Freundeskreis. Ich habe einen Kumpel, der ist, aber wir lieben den doch, oder? Also wir haben so immer so einen Kumpel, der ist so, aber mein Kumpel, also das ist so jemand, um euch den kurz näher zu bringen, der hat seinen eigenen E-Scooter. So jemand ist das. Also wo du nicht weißt, komischer Typ, der interessiert sich zu sehr für Autos und trinkt Monster Energy. So, kennst du so jemanden? Ja, du bist es. Sehr schön. Psst, macht er, ja. Ich habe so jemanden im Freundeskreis und der wurde, ich war mit dem im Urlaub und der wurde ausgeraubt. Es ist an sich nicht witzig, aber die Art, wie er ausgeraubt wurde, Leute, mega. Also die waren richtig schlau, weil wir waren feiern, ganz kurz, und da waren so zwei Mädels, die haben den abgefüllt, haben den mit nach Hause genommen. Und dann, das ist das schlauste Verbrechen, was ich je gesehen habe, weil die Mädels haben den abgefüllt, er guckt nach 14 Stunden Karte auf sein Handy und sieht, da haben die sich selbst mit seinem Handy 1000 Euro gepaypalt. Wie smart, mit Käuferschutz. Wie deutsch soll ein Verbrechen sein, Alter? Also ich klaue, aber wenn, dann versichert. Das ist so, als wenn du zur Kasse gehst, klaust und dann nach dem Kassenbon fragst. Auf jeden Fall. Und das Allergeilste daran ist, die haben sich dann noch ein Uber mit dem Handy bestellt. Der hat also sein eigenes Fluchtauto bezahlt. Ist kein Witz, ohne Scheiß. Mir passieren ständig unangenehme Sachen. Ich bin letztens Bahn gefahren. Es war noch in Zeiten von 9-Euro-Ticket. Wir erinnern uns, es war unglaublich voll. Es war so voll, dass sich sogar Leute in Gang gesetzt haben. Und es gab so einen Typ, der saß so auf meiner Höhe mit dem Rücken zu mir. Sein Kopf war auf meiner Hüfthöhe. Und irgendwann ist das Unvermeidliche passiert. Ich habe mich so gedreht und bin mit meinem Ellbogen so voll gegen seinen Schädel gedonnert. Er hat mich ja jetzt nicht gesehen, also wollte ich ihm irgendwie zeigen, dass das ein Versehen war. Also habe ich aus einer Übersprungshandlung ihm so den Kopf getätschelt. Und dann habe ich gemerkt, das ist richtig komisch. Ich kraue gerade einem erwachsenen Mann in der Bahn die Glatze. Das geht irgendwie nicht. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf, jetzt musst du durchziehen. Und dann habe ich ihn angefangen zu massieren. Nein, ich habe ihn nicht massiert, ich habe ihm wirklich den Kopf getätschelt. Und mein Problem war bis zu diesem Zeitpunkt, dass er sich immer noch nicht umgedreht hatte. Also wollte ich jetzt irgendwie, dass wir Blickkontakt halten. Also habe ich von hinten sein Kinn genommen, so. Ja, und dann hat er mir einen geblasen. So, Nightwatch, habt ihr Bock auf den nächsten Comedian? Habt ihr Bock auf den nächsten Comedian? Ladies and Gentlemen, ich wünschte, er wäre mein Lehrer gewesen. Hier ist der wundervolle Herr Schröder! Vielen Dank. Hi. Hallo. Hallo. Hi, schön, dass ihr hier seid und grüßt euch. Ich bin's, der Schrödi, der Deutschlehrer der Herzen. Der Silberstreif am Erwartungshorizont. Verstanden? Ja, na egal. Schön, dass ihr da seid. Ich bin immer mega nervös hier. Es ist einfach so. Aber dabei, ihr seid auch einfach eine richtig sympathische Problemklasse. Ist so. Ja, ich liebe Problemklassen. Das ist einfach schön. Weißt du, da ist einer mit der Gitarre. Weißt du, genau so war es. Ne? Man sitzt so ein bisschen so unverbindlich. André, grüß dich. Schön, dass du noch da bist. Das ist genau. Darf ich mal ganz kurz fragen, sind Pädagoginnen und Pädagogen da? Könnt ihr mal klatschen? Wo seid ihr? Oh, okay. Spürt ihr die Erschöpfung? Es ist mit letzter Kraft. Haben wir Referendare oder Referendare heute Abend hier? Oh, das ist, ey. So, gebt mal einen Applaus für diesen mutigen Klatscher hier, Leute. Wo bist du? Zeig dich. Grüß dich. Hi. Das ist Referendare. Darf ich fragen, wie du heißt? Du bist der? Till. Hallo Till. Wie ist dein Leben als Referendar? Du weißt es genau. Ich weiß. Referendare, Till, du hast, ist die härteste Zeit. Referendare sind in der pädagogischen Nahrungskette noch hinter den Einzellern aus der Biosammlung, oder? Tim, so ganz. Was sind deine Fächer, Till? Deutsch? Digga, schau mich an! 20 Jahre plus, ja, hier, Futur 2, so sieht's aus, da geht die Reise hin. Till, schau hin! Ja, so sieht eine Verkettung von Fehlentscheidungen aus, hier, schau hin! Till, das ist das Ende der Reise, mein Lieber. Leute, in Deutsch, das wird eine richtig gute Zeit. Till, hab Spaß. Und, ey, Referendar. Till, und so eine Klasse hier, so wie hier, weißt du, das war ja früher, waren immer die Klassen, weißt du, kein Sauerstoff und so, das waren immer die Klassen, wo man gesagt hat, die kriegt der Referendar. Ja, das war es immer, oder? Die schwierigen Klassen. Aber ich habe mich, Till, wenn ich dir was mitgeben kann, heute Abend und hier, ich habe mich wirklich als Lehrer immer, ich war 12 Jahre in Offenburg Lehrer, ich habe mich immer auf die Problemklassen gefreut. Also ich hab die gerne genommen. Ne? Das ist immer, das wird ja, Till, so verhandelt wie im Bazar, so, weißt du, wer kriegt die 9a als 10a? Ja, so, ne? Um die Zeit, Mai, Juni rum und dann rutscht man immer so eine Etage tiefer, weil keiner hatte Bock, weißt du?
weißt du, so, ne? Boah, die Klasse, kein Bock drauf, ist der Till drin. Nein, aber egal, das ist so, niemand wollte die haben und dann hat man so, und ich hatte gedacht, ja, warum nicht? Problemklassen sind spannender, ja, psychologisch, pädagogisch, Till viel interessanter, ne? Das ist wirklich so, ne? Da sind Konflikte, da ist Reibung, da passiert was, jeder Tag ist anders, das ist viel spannender. Da, wo Konflikte sind, da ist Entwicklung. Ist so. Die braven Klassen, todlangweilig. Ja? Die braven Klassen, die wollten ja unterrichtet werden. Hatte ich ja keinen Bock zu. Ja? Ich habe da keinen Bock auf Unterricht, weißt du? Ja, ich habe da nichts vorbereitet. Ne? Ja, natürlich nicht. Ja, dann kommen die so am nächsten Tag, Herr Schröder, wie war das noch mit dem Dactylus? Weißt du? Sag, ja, fick dich. Ne? Ja, keine Ahnung. Ja, Leute, ihr habt doch keine Ahnung gehabt, weißt du? Da kommen, das sind brave Klassen. Die kommen dann, die stehen an Schlange und fragen dann so, Herr Schröder, ist das klausurrelevant? Da sage ich, keine Ahnung. Ja? Glaubt ihr, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was ich hier mache und dem, was am Ende abgeprüft wird? Aber wie naiv seid ihr denn? Ja? Das sind brave Klassen, versteht ihr? Da kannst du, das sind so Klassen, das ist, die schaffen ihr Abitur. Ja? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich deren Abitur schaffe. Ja? Versteht ihr? Das weiß ich nicht. Brave Klassen. Weißt du, beim Elternsprechtag wollen die meine Eltern sprechen. Ne? Ja, nee, das wird nichts mehr mit dem Kind. Tut mir leid. Ne? Brave Klassen, das ist eben so, je ordentlicher eine Klasse ist, je braver, ja, manche haben ihre Stifte nach Goethes Farbenlehre sortiert, da sage ich, je besser organisiert eine Schulklasse, desto mehr treten ja meine eigenen Defizite zum Vorschein. Ja, kennt ihr, ne? Wenn drumherum alles perfekt ist, äußere Umstände mega, und es klappt immer noch nicht, dann musst du irgendwann sagen, okay, liegt an mir. So, ne? Und bei der Problemklasse kannst du immer sagen, ah, die sind halt schwierig. Ne? Das ist das Geniale bei der Problemklasse. Da kannst du, brave Klassen sind, kannst du, ich weiß gar nicht, wie man die erreicht. Till war das, ne? Till, dein Name. Guck, ne? Du kannst ja auch nicht mehr, musst du jetzt deren Sprache sprechen, irgendwie, keine Ahnung. Ja, kriege ich noch die 3-? Ja, und dann so, safe. Ja, das ist komisch, ne? Wenn du so kommst, so mit dieser Sprache, ne? Ja, gut gemacht, ich küsse dein Auge, Brudi. Ja, das ist komisch, wenn du selber so versuchst, dann deren Sprache zu sprechen. Das ist, ich weiß nicht, ob das gut kommt, ne? Auch hier diese alten Begriffe, so mangelhaft und ungenügend, ja, oder ob du dann sagst, so Marvin, tut mir leid, aber in Deutsch stehst du zwischen räudig und gottlos. Ich weiß nicht, ob das noch was wird, ja, also da ist schwierig. Das ist, wie kriegst du die Schüler, wie erreichst du die Schüler, das ist die Sprache. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Schule muss nicht cool sein. Man versucht ja immer als Lehrer, als Junglehrer vor allem, ja, cool zu sein. Ich glaube, Schule muss nicht cool sein. Schule muss scheiße sein. Es ist eine der grundpädagogischen Aufgaben von Schule, scheiße zu sein. Es ist ihre Aufgabe. Schule, woher sonst sollen die Schüler den Abstoßungsimpuls ins Leben nehmen, den sie so dringend brauchen? Versteht ihr? Ja, Schule muss kacke sein, damit sie ins Leben starten, so hier will ich weg, ja, ich habe keinen Bock. Schule, das ist die Schule als der Kratzbaum des Lebens. Das ist, so muss es sein. Stell dich mal vor, Schule wäre ein cooler Ort. Stell dir mal vor, Schule wäre ein richtig hipper und cooler Ort mit coolen, innovativen Leuten. Ja? Joko Winterscheid ist der Schulleiter, weißt du? Ja? Kommt dann mit so einem Sushi-Bike, weißt du so, zum 9.30 Uhr Unterrichtsbeginn. Stell dir mal vor, das wäre ein richtig cooler Ort. Ja? Und die Schüler wollen dann nicht mehr weg. Ja, hier bleibe ich. Geiler Ort, ja, richtig cool. Das wäre gesellschaftlich verheerend. Versteht ihr? Ja? Schule muss scheiße sein. Es ist so. Das Vorglühen darf nie cooler sein als die eigentliche Party. Ja? Es muss, ja. Genau, und ich finde, ich erfülle diese pädagogische Aufgabe mit Bravour, würde ich sagen. Ja, das, hier wollen wir weg, ja, schön. Naja, ich weiß, jetzt zum Beispiel ein Versuch, ja, dass Schule cooler oder attraktiver wird, ist das Fach Glück. Ne? Glück wird unterrichtet, Glück als Fach. Ja? Gibt es an Grundschulen, ne? Glück als Fach. Und ich frage mich, kann das funktionieren? Stell euch mal vor, Glück. Dieses transzendentale Faszinosum auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Schulsystem. Versteht ihr? Ja? Es kann nur eins geben. Ja, wie soll das funktionieren? Glück als Fach, das ist doch sofort tot. Doppelstunde Glück. Ist doch scheiße, weißt du? Vergiss es doch gleich. Ja? Und es ist der Wunsch, dass Schule attraktiver wird. Ja? Ja? Wahlpflichtfach Glück, weißt du? Ist doch kacke. Glück als zweite Fremdsprache. Weißt du, was soll das denn? Ja? Leistungskurs Glück. Jetzt strengt euch mal an. Verdammt nochmal. Jetzt macht mal hier ein bisschen. Ja, ist ein Leistungskurs, wo ihr seid. Ich weiß nicht, ob es funktionieren kann. Glück als Fach, keine Ahnung. Aber es wird wirklich unterrichtet, ne, an manchen Schulen. Ich stelle mir so die Gespräche der Schule auf dem Schulhof vor. Weißt du, so, ey, kommst du mit an Badesee? Nee, ich habe noch Glück. Ja, nee, geht leider nicht. Glück als Fach. Nein, das wird wirklich so versucht. Ne? Klar, es ist witzig.
was gab es noch? Und dann, ja, also Glück als Fach, beziehungsweise, ich stelle mir so vor, die Stunde ist schon beendet, ne? Und dann, die Schüler packen schon so und der Lehrer so, stopp, 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 der Lehrer beendet das Glück. Ja, einen Moment mal. Ich hatte neulich im Publikum, ist wirklich so genau 0,0 ausgedacht, eine Referendarin, lieber Till, die habe ich gefragt, nein, ich habe sie wirklich gefragt, ob sie denn schon mal Unterrichtserfahrung im Fach Glück gemacht hätte. Habe ich so gefragt. Eine Referendarin hat sie gesagt, ja, aber sie hat in Glück nur hospitiert. Und das fand ich erstmal mega witzig. Und ich habe dann gesagt, Mensch, ja, super, dass wir uns hier treffen. Ich habe mein ganzes Leben lang beim Glück nur hospitiert. Ja, habe ich gesagt. Ich habe immer so hinten gesessen und so mitgeschrieben. Kennt ihr noch diese Fachleiter, die hinten so sitzen, weißt du, so ein Hans-Jürgen mit einem Klemmbrett, so, weißt du, der dann so, ja, das war nicht gut hier, ja. Dieser Übergang hat leider nicht funktioniert, ja, komm, halt die Klappe. Ja, diese, und dann habe ich sie gefragt eben, sie hat gesagt, sie hat beim Glück nur hospitiert. Dann gesagt, genau so geht es mir auch. Ich sitze immer hin und gucke sie den anderen zu, wie sie es machen. Ja, das ist ja gut, ja, so könnte man es machen, ne. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ich hoffe für euch, Till, vor allem für dich und für alle anderen, die da sind, dass ihr beim Glück nicht nur hospitiert. Euer Schrödi. Dankeschön, dass ihr da wart. Herr Schröder! Danke! Herr Schröder! Danke! Ja. Vielen Dank, Leute. Nicht dafür. So, Schrödi. Ja, jetzt bin ich dran. Oh wei. Unser Schrödi, der war so wahnsinnig, als wir gefragt haben, hast du vielleicht Lust, mit uns noch ein Quiz zu spielen? Ein Deutscher, das hat er gesagt, ja, habe ich mega Bock drauf. Und das musst du jetzt auch machen, ne? Auf jeden Fall. Ich muss Schrödi. Los geht's. Wie hast du dich gerade selber betitelt? Als Schein der Deutschlehrer? Als ja, Lauchlehrer. Du kannst sagen, was du möchtest. Also alles passt im Grunde. Du als, jedenfalls bist du ja Deutscher. Was ist eigentlich dein zweites Fach? Englisch. Deutsch und Englisch? Ja, ja. Listen and Comprehension. Oh. Geil, ne? Dann werden die Fragen jetzt Unit noch 6, einfacher. Unit 6, Exercise 4. Colin and Linda are playing in the garden. Listen and repeat, Digga. Ja. Aber Französisch, Arthur, c'est ton perroquet, das ist nicht dein Ding gewesen. Französisch, no. Ich kann überhaupt nicht, nix, nee. Nee, du kannst gar nicht, auch nicht Französisch. Nein. Gut. Schrödi, höre mir zu. Oui. Wir machen jetzt das große Lyrik-Battle. Und es geht um diesen wirklich sagumwobenen Nightwash-Orden. Wirklich jeder und jede möchte den haben. Und den kannst du gewinnen, den kannst Geil. Du dir erraten sozusagen. Wir haben 4 Fragen vorbereitet, 3 musst du richtig beantworten. Mhm. Mhm. Und du hast aber einen Joker. Und zwar kannst du entweder das Publikum oder einen der anderen Comedians befragen, wenn du möchtest. Ist Bastian Bielendorfer noch da? Der weiß alles, der ist stabil, ey, der ist richtig. Ich glaube, der ist noch da, ja. Also nur mal so zur Orientierung, wir haben das Quiz so im Vorfeld mal mit so ein paar Leuten random gespielt und es waren maximal immer 2 von 4 Antworten richtig. Aber du bist ja vom Fach, ne? Das sagt nichts. Ja gut, da hast du ja gerade 8 Minuten Stand-up drüber gehalten, dass das sowieso egal ist eigentlich. Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Lieber Schrödi, ja. Leck mich im Arsch ja, ist A, geil, ja. ein 6-stimmiger Kanon von Wolfgang Amadeus Mozart, B, die neue Single von Farid Bang oder C, eine gängige Begrüßung im Ruhrpott? Das ist natürlich C, ja? Das ist falsch. Also es ist auch, es ist Antwort A, ja. Leck mich im Arsch. Du sagst mir vor, du sagst mir vor. Leute, ihr dürft nicht, er hat ja die Antwort schon falsch eingeloggt, Mensch. Jetzt ist auch zu spät. Billy hätte es gewusst. Nee, das war ein Witz, ehrlich? Ja, Leute, leck mich im Arsch ist ein 6-stimmiger Kanon von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Mozart war nämlich der Bushido 1782. So sieht es nämlich aus. Danke, bleib bei mir, ja, super, also, super Tipp. Obacht, ne? Also, gut, wir machen mal weiter. Wir machen mal weiter. Gut, ich bin gespannt. Gut, Frage 2. Onkelchens Traum ist A, ein Pornotitel, B, ein Roman von Dostojewski oder C, eine teure Wurstplatte in einem Hipsterlokal? Es muss ein Roman von Dostojewski gewesen sein. B. Ja, ja, das ist richtig. Jawohl. Ein Riesenapplaus. Okay. Ja. Danke. Oh, Ehre. Super. Danke für das Handzeichen, Basti. Mega, ja? I'm watching you, Billy. Die dritte Frage. Die rheinische Butterstute ist A, eine Pferderasse aus NRW. Eine rheinische Butterstute? Mhm. Boah, Leute. Ey. B, eine Backware aus Hefe oder C, eine Sexpraktik? Ja, da ich mich mit Letzterem nicht auskenne. B, es ist irgendwas mit dieser Hefeschnecke. Ja,
Ja. Die rheinische Butterstute ist eine Backware aus Hefe. Jawohl. Sehr richtig. Danke. Noch eine Frage. Schrödi. Zwei habe ich richtig. Eine ja, noch. Mann. Eine noch. Das ist die letzte Frage. Wenn du die richtig beantwortest, ja, dann wartet hier wirklich das Glück geil in Gold. Ich kann's nicht. Und einen Joker habe ich. Ich gebe ja die Frage zurück an die Klasse. Das darf ich machen. Genau, oder? Du kannst super die Klasse befragen oder wie gesagt hier Billy oder einen der anderen Comedians, wenn du möchtest. So, listen and repeat. Viertens, der folgende Vers. Denn der Mensch allein ist des Menschen Feind. Ich würde gern verneinen, ein Mensch zu sein. Stammt aus A. Faust von Johann Wolfgang von Goethe. B. Guck mich um von Jesus featuring Bones MC. Oder C. Der Feder von ChatGPT. Jetzt überleg dir gut, was du machst. Das ist geil, die letzte Frage. Ja, aber die Frage ist, also ich gebe die Frage wirklich zurück an die Klasse. Also, es ist zu, also wenn ich das beantworten würde, wäre ja langweilig. Ne? Das wäre ja, natürlich weiß ich es. Ja. Du, weiß es jemand? Billy? Ich sag nochmal, der folgende Vers. Denn der Mensch allein ist des Menschen Feind. Ich würde gern verneinen, ein Mensch zu sein. Ist entweder A. Faust von Johann Wolfgang von Goethe, B. Guck mich um von Jesus featuring Bones MC oder C. Der Feder von ChatGPT. Also, ich würde sagen, es ist ChatGPT. Okay, wir. Okay, ich frage das Publikum zuerst. Erstes Publikum und danach sagen. Ich meine, Billy, komm, du warst doch irgendwie bei Wer wird Millionär? Da bist du sogar richtig weit gekommen. Wem willst du Glauben schenken? Ich glaube Basti auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und also das ist auch gut zu denn, das ist richtig. B ist richtig. Es ist richtig. B ist richtig. Schrödi, die Medaille ist zu klein. Fast du musst sie auf dem Kopf tragen. Leute, ein danke euch. Schön, dass ihr da wart. Für Schrödi. Ach, guck mal süß, da umarmen sie sich, die zwei Mäuse. So, ihr Lieben, wir machen weiter mit der nächsten wunderbaren Comedian. Sie kommt wie ich aus der Stadt Essen, aus meiner Heimatstadt. Und ich weiß, du kommst auch aus Essen. Wen haben wir sonst noch aus Essen hier? Haben wir Leute aus Essen hier? Du kommst auch aus Essen. Wo, aus welchem Stadtteil kommst du? Stoppenberg. Boah, Stoppenberg? Ey, dafür sieht sie sehr souverän aus, oder? Alter Schwede. Leute, rastet bitte aus. Hier ist für euch die wunderbare Saskia Fröhlich. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Luisa hat es sehr richtig gesagt, ich komme aus Essen und ich fahre grundsätzlich immer mit dem Zug überall hin, aber ich hasse es, Zug zu fahren. Und alle von euch, die es auch hassen, Zug zu fahren, gebt mir mal ein richtig fettes Danke. Ey, das Schlimmste aber am Zugfahren sind die Zugtoiletten, oder? Ich war letztens im Zug unterwegs und ich musste richtig dringend pinkeln. Also bin ich auf so eine eklige Zugtoilette gegangen, hab so meine Hose runtergezogen und mich so hingehockt, um ja nichts zu berühren. Und hab mich wirklich konzentriert, diesen Strahl einfach in die Toilette zu pissen. Aber der Zug hat so krass angefangen zu wackeln, dass ich mich komplett vollgepisst hab. Ja, das ganze Bein runter, in die runtergelassene Hose, auf die Schuhe. Naja, ich bin dann trotzdem zum Date gefahren. Und das Komische war, er hat mich zur Begrüßung umarmt und meinte, boah, das kommt mir voll vertraut vor. Du riechst wie meine Oma, als sie gestorben ist. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Saskia Fröhlich. Meine Mutter hatte damals wirklich sehr Schwierigkeiten, einen Namen für mich zu finden. Ihre erste Idee war nämlich nicht Saskia, sondern Stella Rose. Ja, meine Mutter wusste, glaube ich, schon vor meiner Geburt, dass ich eine Bitch bin. Aber ich glaube, mit diesem Namen Stella Rose hätte ich so eine geile Karriere hinlegen können. Bei RTL 2 für Teenie-Mütter. Die 13-jährige Stella Rose ist zum 5. Mal schwanger von 7 verschiedenen Vätern. Aber meine Mutter hat mir die RTL 2-Karriere doch nicht gegönnt. Sie wollte stattdessen einen Namen für mich finden, der so eine richtig tiefgründige Bedeutung hat. Ja, und jetzt heiße ich Saskia und die Bedeutung von dem Namen ist die aus Sachsen stammende. Was ist das denn? Ich glaube, die eigentliche Erklärung für meinen Namen ist, dass meine Mutter einfach so hochschwanger einkaufen war bei Lidl.
Alter, wäre sie bei Aldi gewesen, würde ich jetzt Quellbrunnen heißen. Ja, ich bin 27 Jahre alt und ich habe vor 9 Jahren die Schule abgeschlossen und das ist für mich echt voll die lange Zeit, weil ich mich seitdem auch nicht weiterentwickelt habe. Ich höre beispielsweise immer noch Hörspiele von Bibi und Tina. Meine Lieblingsfolge ist Amadeus wird kastriert. Aber es wäre auch so richtig geil, wenn sich Kinderhörspiele so meinem Alter anpassen würden, oder? Dann würde es so Folgen geben wie Benjamin Blümchen weiß immer noch nicht, wie eine scheiß Steuererklärung geht oder Bibi und Tina holen sich die Pille danach. Böse Amadeus, schon wieder nicht verhütet. Auf jeden Fall habe ich ja mal so Anfang des Jahres gedacht, ich muss jetzt mal erwachsen werden. Also habe ich angefangen, was anderes zu hören, und zwar True Crime Podcast. Haben wir heute True Crime Podcast Fans hier? Einmal klatschen. Ganze 5 Leute, geil. Ja, mir ist aufgefallen, man stumpft so krass ab, wenn man True Crime hört. Ich habe letztens eine Folge gehört, die Moderatoren haben am Anfang gesagt, Triggerwarnung, heute geht es um Kindesmissbrauch. Und das Einzige, was ich mir gedacht habe, ja, danke für den Spoiler. Ich habe was herausgefunden, und zwar laut Internet hören Frauen, vor allem Frauen, True Crime Podcasts, obwohl Frauen statistisch gesehen viel häufiger Opfer von solchen Verbrechen werden, aber Frauen hören True Crime Podcasts, um sich auf einen Ernstfall vorzubereiten. Und da frage ich mich, seit wann ist denn Podcast gleichzusetzen mit Selbstverteidigung? Ich meine, ich sage ja auch nicht, oh, ich kann am offenen Herzen operieren nach einer Runde Dr. Bibber. Nein, Mann, und vor allem, wie handelt man in so einem Ernstfall? Stellt euch mal vor, eine Frau ist auf dem Nachhauseweg und hört einen Podcast über einen Serienkiller, der Frauen erstochen hat. Sie kommt so nach Hause, in ihrer Wohnung steht ein Mann mit einem Messer. Was sagt sie dann? Oh, darüber habe ich gerade erst einen Podcast gehört. Und der Mörder so, ach so, ja, dann tschüss. Nein, Mann. Vor allem in dieser Logik müssten sich Täter auch immer wieder was Neues einfallen lassen, weil die müssten richtig kreativ werden. Mittlerweile, es gibt True Crime Podcasts über jeden Fall, über wirklich jeden Fall. Das heißt, jeder ist auf jeden Ernstfall vorbereitet. Und die müssten so kreativ werden, und damit es auch so einen Überraschungseffekt gibt. Irgendwann liest man so in den Medien, brutaler Mörder hat wieder zugeschlagen, Mordwaffe, Käsereibe, er hat ihr komplettes Gesicht weggehobelt. Ihre letzten Worte sollen gewesen sein, oh, Chapeau, das ist neu. Wisst ihr, was ich richtig gruselig finde? Wie muss es eigentlich sein, zu morden? So, wie gruselig ist es, zum ersten Mal jemanden zu töten? Ist es wie das erste Mal Sex? So, du musst dich bereit dafür fühlen? Rede mit deinem Gegenüber? Und, ist es für dich auch das erste Mal? Nämlich hat schon mal jemand versucht zu töten. Schlampe. Und dann sticht er so zu und fragt, bin ich schon drin? Und sie, was machst du am Arschloch? Und am Ende fragt er so, und? Bist gestorben? Und sie will seine Gefühle nicht verletzen und sagt, ja, sogar 2-mal. Kennt ihr Armin Meiwes, den Kannibalen von Rothenburg? Der so, ja, das ist mein Vater. Spaß, mein Vater. Auf jeden Fall, es gibt so ein 2-stündiges Interview mit dem, in dem er so erzählt, dass er einen Menschen getötet und gegessen hat. Super widerlich, ja. Aber während des Interviews ist mir aufgefallen, irgendwie finde ich den sympathisch. Und ich dachte so, Saskia, nein, nicht in Kannibalen verlieben. Nicht schon wieder. Aber ihr müsst wissen, er war halt so komplett ehrlich und hat zugegeben, dass er einen Menschen getötet und gegessen hat. Und dass er es nicht bereut und auch wieder machen würde. Und was soll ich sagen? Ich stehe halt auf Männer, die wissen, was sie wollen. Und ich habe auch keine hohen Ansprüche mehr an Männer. Und bei ihm muss ich sagen, ja, wenigstens kann er kochen. Das einzige Problem dabei ist, es wäre nicht vegan. Ich ernähre mich jetzt seit 2 Jahren vegan und ich habe gemerkt, das bringt so ein paar Probleme mit sich. Man rutscht wirklich schnell in Diskussionen. Beispielsweise, ich lade so vegane Kochvideos bei Instagram hoch und ich versuche wirklich mich anzustrengen, nicht von den Kommentaren provozieren zu lassen. Also wenn jetzt jemand schreibt, bah, Tofu ist ekelhaft, du Biotonne, dann bleibe ich ganz gelassen und schreibe, du, kein Problem, Geschmäcker sind verschieden. Und dann schreibe ich der Person eine Direktnachricht, hör mal zu, du kleiner Pisser. Sag noch einmal was gegen meinen Tofu, dann schiebe ich dir einen Block quer in den Arsch. Macht geschmacklich dann auch keinen Unterschied. Ja, keine Ahnung, danach hat meine Mutter mich blockiert. Auch bei der Familie. Letztens war ich bei einer Familienfeier und ich habe so gefragt, ob ich auch was anderes haben könnte für meinen Cappuccino als Kuhmilch. Und meine Tante so, klar, was willst du denn? Hafermilch oder ein Schlag in die Fresse?
Für meinen Opa ist Veganismus wirklich das Schlimmste. Für ihn ist das so schlimm, dass ich mich vegan ernähre, dass er mir noch nicht mal was zum Geburtstag schenken wollte. Einen Monat später hatte ich dann aber Geburtstag und er hat mir doch was geschenkt. Und da ist mir aufgefallen, es gibt doch eine Sache, die schlimmer ist als Veganismus: Alzheimer. Einmal war ich auch erkältet bei meinen Großeltern. Meine Oma so: Du, soll ich dir eine warme Milch mit Honig machen? Und ich so: Ja, aber ich bin doch vegan. Und sie: Dann stirb. Keine Sorge, ich habe ihr den Vortritt gelassen. Dankeschön, Nightwatch, das war meine Zeit. Saskia Fröhlich! Woo! Saskia Fröhlich! Lieber Ben, bevor wir gleich zu euren Zetteln kommen, möchte ich kurz Werbung für dich machen. Für mich? Ja, für dich. Hör mal. Denn dein erstes Soloprogramm, Ein Tick Anders, wird Premiere haben am 27. Oktober im Rahmen des Cologne Comedy Festivals. Correct. Und die Karten sind ab morgen im Vorverkauf. Ab heute. Ab heute? Ja, heute. Hast du nicht vorhin morgen gesagt? Nee, das war dann anscheinend wieder anders. Ab heute. Achso. Ab heute im Vorverkauf. Leute, zieht's euch rein und genau, 27.10. Ja. Ne? Weiß Bescheid. Tim, bring Bier mit. Bring Bier mit, ne? Schreib dir das auf. So. Willst du mir mal die Hälfte dieser Zettel hier abnehmen, bitte? Oh, ihr wart sehr kreativ. Ihr wart ja wirklich, mein Gott, so viel... Oh, ihr hattet auf jeden Fall was auf dem Herzen, das merkt man. So, fang mal an. Oh, das tut schon direkt weh. Harry Cutter. Ja, Haare Diem, das finde ich auch richtig schlimm. Oh, Restaurant für Querdenker, der Reichsbürger, wow. Tolle Restaurants in Sachsen. Oh. So. Harry Styles, das finde ich nicht schlecht. Das kommt gleich nach deinem Waschsalonnamen As It Wash. Waschsalon Bumsbude. Hä? Da wollte jemand einfach mal sagen, dass er dieses Wort kennt. Bumsbude? Oh, hier finde ich auch gut. Kaiserschnitte, Friseur und dann wurde auch direkt die Straße mitgenannt. Merowinger Straße, könnt ihr hingehen. Merowinger, ach ja, schön, Mensch. Ja, vorher, nachher, Evergreen einfach. Ich habe tatsächlich mal über einem Vorher, nachher gewohnt. Das war traurig. Tick, Trick und Hack ist ein Metzger. Den finde ich gut. Wer war das? Du? Nein. Nee, du. Gibt's den wirklich, den Laden? Ah ja, okay. Dann habt ihr den, Eine Ahnung, ja. Oh, das finde ich auch geil. Hier ist noch ein Metzgername, der heißt Kalb Fiction. Kalb Fiction. Leute, das ist doch der Hammer. Ich weiß gar nicht, hast du noch was Geiles? Slogan. Wir waschen auch ihre Miezen. Mm. Alles klar, perverser Onkel. Tschüss. Oh, jetzt vom Dachdeckermeister. Ein Slogan, egal ob Kirche oder Puff, das Dach kommt drauf. Oh. Ja, auch gut finde ich. Barbershop So Long Hair. Oh, Sonnenstudio Bratpfanne finde ich auch ganz sympathisch. Ja, ich bin durch. Ich bin auch durch. So. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen aussortieren, was ihr gut fandet. Ich hab schon. Hat jemand einen Favoriten, der da reinschreien möchte? Bratpfanne. Also ich finde auch Bratpfanne für Sonnenstudio gut. Ich finde Tick, Trick und Hack ist sehr weit vorne. Und auch egal ob Kirche oder Puff, das Dach kommt drauf vom Dachdecker, finde ich auch entspannt. Ja. Hast du noch was ins Rennen werfen willst? Scarlett O'Hara habe ich noch. Was? Scarlett O'Hara. Ist das eine Anspielung auf irgendeine Schauspielerin? Vom Winde verweht. Mann, ich bin unter 30, sorry. Vom Winde verweht, du Idiot. Wer hat's geschnallt? Einmal klatschen, bitte. Ja, seht ihr, tut doch mal nicht so. Fünf, die anderen so, hä? Du hast ja am Anfang hier deine 42 geoutet und zack, da kommst du wieder in die Fresse. Favorite von den Sachen, die ihr gehört habt. Wir waschen auch eure Miezen. Ja, guck mal hier. Nur die notgeilen Typen. Ja, finde ich nicht schlecht. Also. Leg das mal unten hin, bitte. Können wir mal nur Freunde mit hinnehmen. So. Entschuldigung. So. Sorry, meiner. Komm, so long her, aber ich weiß jetzt nicht, oder? Es tut schon ein bisschen weh. Leute, wir haben jetzt drei, die ich finde extrem geil sind. Harry Cutter. Ein Typ, der gerne zur Friseurin geht. Ja, wuhu.
Harry Styles. Harry Styles fandst du gut. Danke für den Input. Ja, einer, ja, okay. Ja, dann einmal mal kurz nur ein Stimmungsbild, wer ist für Harry Styles? Das sind, nein, das habt ihr doch draufgeschrieben. Das habt ihr selber doch. Ja, das ist auch immer gut, ne? Wenn die drei, die das draufgeschrieben haben, lautes Klatschen. Jungs, wir rasten jetzt richtig raus, für unseren Vorschlag aus. Also ihr Lieben, wir haben hier jetzt drei zur Auswahl. Wir waschen auch ihre Miezen, die Kirche Puff, das Dach kommt drauf oder Tick, Trick und Hack. Also, ihr könnt, wie gesagt, wir werden das messen am Applaus. Wer ist für, wir waschen auch ihre Miezen? Aber nur okay, das Frauenklatschen, das klatscht einfach nur eine Frau. Geil. Kirche oder Dach, das, Kirche oder Puff, das Dach kommt drauf. Ja. Ja. Okay. Wer ist für Tick, Trick und Hack? Ja, yes. Ja, war das so eindeutig? Ja, fand ich schon sehr. Leute, nur einer hat nur einfach richtig laut gebölkt. Ich weiß nicht, ob das zählt. Nein. Also auch einfach, weil es mein Favorit ist. So fertig. Sehr gut. Das sind jetzt erstmal noch Dummies. Hier, bitte einmal durchgeben. Ihr kommt bitte nach der Show hier vorne hin und wir schreiben euren Namen auf und ihr habt die Tickets gewonnen für die 1Live-Hörsaal-Comedy in Köln. Ein Riesenapplaus bitte. Glückwunsch. So. Und ihr Lieben, wir kommen jetzt zum Headliner des heutigen Abends. Wirklich, ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich einfach unfassbar, dass er heute Abend hier ist. Wie gesagt, irgendwann haben meine Eltern die Regel eingeführt, Luisa, du darfst nur eine Sendung in der Woche gucken. Und ich wollte immer alles Atze gucken. Wirklich, er ist ein Held meiner Kindheit. Ich liebe ihn so sehr. Rastet aus. Hier ist der einzigartige Atze Schröder. Danke, 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 danke. Hat aber auch so ein bisschen was von, ja, ich war früher schon Fan und so. Und ihr stellt mir so vor, dass ihr so in 3-4 Jahren sagt, ja, ich habe ihn noch lebend gesehen. So. Das war, ja, Fernsehen ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. ESC war ja jetzt und ich will das nicht werten. Aber es war doch wirklich eine amphibische Urscheiße, oder? Das ist... Und es war immer schon so eine Scheiße. Also so, die ganze Show ist doch so eine Schmierpimmeligkeit. Das ist, gibt es irgendjemanden, der das schon mal irgendwann gut fand? Das ist so, wenn du das du hast doch immer, selbst der Gewinner-Song ist doch immer so, dass du das Radio leiser machst, weil du es nicht, ist so ein bisschen so wie, was weiß ich, Seidebacher. Ne? Seidebacher-Müsli, lecker, 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 lecker. Bis das Radio schon rausreißt. Okay, Seidenbacher, die haben ja noch einen draufgelegt. Ne? Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Ich meine, die kommen aus Essen. Wer in Essen braucht ein Bergsteiger-Müsli? Ne? Aber ja, das ist, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir Deutschen machen auch immer zu Recht fast immer den letzten Platz. Und ich bin ja kulturell interessiert. Ich konsumiere ja alles weg an Musik. Ich stehe sogar auf Musical. Ich dachte, jetzt wird so ein Ohr kommen. Warte, ich sag's nochmal. Ich stehe sogar auf Musical. Ah. Ich war jetzt in Hamburg in einem Musical, sehr avantgardistisch. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört. König der Löwen. Kennt man das? Ja, das war ganz gut. König der Löwen, es geht um so einen jungen Löwen. Ja. Ne? Und der so wieder in die Welt geht. Das ist aber toll. Also das Ganze, die Anreise schon so, Hotel, da zieht sie um, dann runter zu den Landungsbrücken, da fährt so eine Fähre rüber, da zum Musical Dome, 5 Minuten Überfahrt, 2 Pils, 3 Jägermeister. Und ich durfte mir sogar auch was bestellen, ich war mit meiner Perle da. Und da sitzt du da im Musical und das Licht ist schon so runtergedimmt und es kribbelt so ein bisschen. Ne? Man trinkt vielleicht noch was, dann sitzt man da und da geht das Licht aus, dann fängt das Musical an. Und dann war ich enttäuscht. Wusstet ihr,
dass das keine echten Tiere sind. Also mir ist schon klar, dass du jetzt nicht 20 Löwen auf die Bühne stellen kannst, aber so ein, zwei. Ey, selbst der Affe war nicht echt. Und wie der Affe heißt, Rafiki. Ich meine, du kannst einen Affen doch nicht Rafiki nennen. Da sitzen auch Kinder. Nenn den Affen Rafiki. Wahnsinn. Also, wenn das ein deutscher Affe gewesen wäre, wie hätte der geheißen? Unser Charlie. Ne? Ja, aber Rafiki. Ne? Charlie, das ist die Kurzform von Karl-Heinz. Unser Karl-Heinz. So, das wäre. So stelle ich mir einen Affen vor. Ne? Ich meine, ich kenne ja auch einen Karl-Heinz, der ein Rafiki ist. Aber das ist. Ja, ne? Aber. Ja, wir Deutschen und die Musik. Ne? Vielleicht müssen wir so über den Hip-Hop international wieder zur Bedeutung kommen. Ne? Aber da ist ja auch nichts. Ne? Dann hast du Capital Bra und Apache 207 und Schwabenrap, ne? Fanta 4. Thomas D. und SM Udo. Das ist wirklich, ich verstehe es. Also ich habe mal 50 Cent kennengelernt. Auf 50 Cent, bei Wetten, das habe ich den mal kennengelernt. Auf den wurde 9-mal geschossen. Ich mein, Fanta 4, die gehen nicht mal bei Rot über die Ampel. Das ist doch kein Hip-Hop, oder? Ich verstehe es nicht. Sorry. Also, aber das sind die amerikanischen Hip-Hopper, die sind geil drauf. Das ist geil. Das ist für mich Hip-Hop. Hier ist Snoop Dogg, die Mutter aller Hip-Hopper sozusagen. Snoop Dogg, weil der raucht vorm Aufstehen schon so eine Trompete. Oder Snoop Dogg. Er hat letztes Jahr in der Halbzeitpause vom Super Bowl gespielt, aber er weiß es gar nicht. Er hat es gar nicht mitgekriegt. Ne? Aber wie ist alles? Wir haben Kanye West, okay, total bekloppt, aber die Mucke ist geil. Ne? Kanye West und, weißt du, so stelle ich mir das vor. Immer stylisch, bling, 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 Kette, bling, Kette, bling, Kette, bling, Kette, bling, 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 Kette, Kette, Kette. Eine Uhr so groß, in der Uhr wurde der Vorspann von Game of Thrones gedreht. Ne? Das ist für mich Hip-Hop. Ne? Oder auch früher, ne? Grandmaster Flash and the Furious Five, on 42nd Street, looking for some action. Women standing on the corner, said it's fake. Too much, too many people, too much. So stelle ich mir eine Werbung für Hustensaft vor. Ne? Das ist, ja. 9 months later, a baby was there. Atze said, I don't care. Too much, too many people, too much. ACC akut. Geil, ne? Das ist, so muss ich, ja. Bitte euch. Ja, und dann. So, dann kommen wir mit Fanta 4. Ne? Hallo Thomas, alles klar? Nein. Ist es die da? Die da? Ist es die da? Ist es die da? Ist es die da? Nein. Da ist keine. Alle weg. Ne? Singen sie auch selber. Ne? Jetzt ist sie weg. Weg. Ja, sicher ist die weg. Warum? Weil du ein Lappen bist. Ne? Das geht doch nicht. Ja, was denn? Ich weiß nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Wo stehe ich denn jetzt? Du, mach mal. Wir haben mal. Ja, ja, wer könnte uns denn international vertreten? Ich weiß es nicht. Wer hat das Format? Ne, der Wendler? Er ist ja international. Aber ich glaube, hier ist schon so viel über den Wendler gesprochen worden. Das will man ja auch nicht mehr. Ne? Eigentlich ist ja auch Laura das Problem, oder? Ist ja auch schon 22. Aber rüstig. Ne, ich habe den tatsächlich vor 5 Jahren das erste Mal erst wahrgenommen. Der Wendler ist, wie alt ist er? Ende 40, Anfang 60? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ne? Und dann waren die im Sommerhaus der Stars. Und dann hab ich das so im Fernsehen gesehen. Und ist ja schön, wenn ein Vater sich so gut mit seiner Tochter versteht. Ne? Und dann fingen die an zu knutschen mit Zunge und so. Habe ich immer noch gedacht. Die sind aus Dienstlagen. Ja, da weht schon mal so eine Kifferwolke von Holland rüber. Ne?
Aber vielleicht muss uns Udo Lindenberg vertreten. Der ist ja jetzt auch so langsam im Alter. Hat er Nummer 1 Hit, glaube ich, sogar, ne, mit Apache. Ey, so, Udo, weißt du, Udo. Ich habe ihn gesehen auf der Bühne letztes Jahr und alles gut. Ist jetzt 76 geworden. Opa nuschelt mittlerweile sehr auf der Bühne. Ich habe viele Lieder nur erkannt, weil das Publikum mitgesungen hat. Aber es ist schon eine Erscheinung, wenn er so. Aber alle begeistert, ne? Ja, der bringt den Sondermüller Bank und so hier, weißt du, yeah. Cello. Alle begeistert, ne? Wir waren die Detektive für die Ewigkeit. Das war doch klar. Du und ich, das war einfach unschlagbar. Ein paar wie Blitz und zwei, wie wir. Die dürfen sich nie verlieren. Ja, hinterm Horizont geht's weiter. Ich danke für die Einladung und ja, gerne bald wieder. Dankeschön. Atze Schröder! Atze Schröder! Juhu! Ihr Lieben, das war Nightwash. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Leute, rastet bitte nochmal aus für das Line-Up des heutigen Abends. Hier sind für euch nochmal der wundervolle Bastian Wielendorfer. Christine Jucksch. René Kaspar. Herr Schröder. Saskia Fröhlich. And the one and only Atze Schröder. Rastet aus für meinen wunderbaren Zeitgeber Ben Schaffmeister. Und für eure Moderatorin Luisa Charlotte Schoen.